Hört her, kommt nah, neue Folgen sind da. Keep on rolling, der Podcast auf vielen Kanälen. Hört jetzt die Abenteuer von der Weltpaltera. So, von der Weltpaltera. Und da sind wir auch schon wieder. Trotzdem, was war das? Wer ist der Herr der Würmer? So genau wissen wir das auch nicht. Es sah aus wie so ein altes Volk. Mir geht's nicht um diesen Magier, sondern mir geht's darum, was er benutzt hat. Diese Schule, diese Magie, die kenne ich nicht. Werter Illuminus, könntet ihr euch darum kümmern, dass der Kopf dieses Gnolls transportabler wird? Aber natürlich. Warum? Ich nehme meinen flammenden Krummsäbel, halte die übrig gebliebenen Haare vom Kopf des Gnolls und köpfe ihn. Oh, Helimis beugt sich so über die Brücke. Boah. Ich würde vorschlagen, wir können jemanden trauen. Wenn die Reitervölker irgendetwas können, dann Westfurt absolut misstrauen und dem Averischen Imperium. Dann sollten wir zumindest den Leuten Bescheid sagen, denen wir jetzt gerade noch irgendwie Bescheid sagen können. Das ist auf jeden Fall größer als wir hier. Ja, wir müssen zurück nach Gardorf. Los, lasst uns die Pferde holen. Ja. Ja. Kommt, springt auf. Wir gehen nach Gardorf. Danke. Was? Seid ihr umgekehrt? Nein, Problem gelöst. Wir haben aber etwas mit eurem Hauptmann zu besprechen und ihr seid ein guter Zeuge. Briviert. Wir haben euren Speer auf dem Weg zur Brücke gefunden. Wir wollten dort den Fluss überqueren. Und dort gab es einen Troll, Gnolle und ja, einen die sehr... sind öfter hier in der Gegend unterwegs. Zeig den Kopf. Ich packe kurz meine Tasche aus und zeige halt diesen gesichtslosen Gnollkopf. Ja. So. Zuerst hatte ich Angst, ich war starr vor Schreck und dann bewegte sich der Troll von seinem Fleck. Es gab doch noch so viel zu tun. Ich wollte weiter leben und überhaupt. Es ist schon allerhöchste Zeit. Man überlebt's. Kommen Sie es ein. Danke. Denn das Schicksal kann zu Barbenvolk nicht lange grausam sein. Man überlebt's, was auch passiert. Man überlebt's. Falscher Zeitpunkt. Falscher Zeitpunkt. Wir haben gesiegt und nur weil ich übrig blieb, singe ich jetzt dieses Lied. Es war sehr knapp für uns, doch wir nutzen unsere Gunst. Wir haben gesiegt. Wir haben gesiegt. Das ist Helimis. Sie wird heute den ganzen Abend für die Freude unserer singen. Ja. Applaus. Ja. Puh, puh, puh. Feuerwerk. Und ich hol den Kopf raus. Und jetzt flieh, du gesichtsloses Vieh. Wir haben gesiegt. Bitte auf Einschüchtern. Ich versuche den Kopf unauffällig. Natürliche 20. Oh, yes. Als du diesen Kopf herausziehst und der Menge präsentierst, tritt kurz Stille ein und danach fangen die Leute an, entweder ohnmächtig umzukippen oder schreiend rauszurennen. Das war nicht so gemein. Also. Nur der Wirt bleibt noch da und schaut dich böse an. Brauchen Wissen. So. Noch mehr Wissen. So ein bisschen Telegramm-mäßig. Ja, ja, auf alle Fälle. Dafür ist der Spruch gedacht. Okay. Und du hörst kurz darauf. Hä? Elli? Verdammt, ich muss mich kurz fassen. Der Herr der Würmer ist... ...weniger zu tun. Mit den Dämonen? Ja. Aber darf ich einmal würfeln? Ja. Vielleicht hat er morgen mehr Informationen für mich. Oh yeah. Ich glaube, das reicht.
Du hast Geschichte. Ja, plus 6, also 24. 24, ja. Der Wurf ist tatsächlich. Also wir haben es hier gerade mit einem der neuen Dämonenfürsten der Dämoneninvasion zu tun. Das weiß Helemis auf alle Fälle, ja. Weil sie öfter, während sie in ihrer Gefangenschaft da war, mitbekommen hat, dass Ephelios von seinem Herrn, dem Herrn der Würmer, gesprochen hat. Ja, Ephelios war nicht der Herr der Würmer, sondern der Herr der Würmer ist der Herr von Ephelios. Und als du gerade einschlafen willst und schon am Wegnicken bist und langsam der Schlaf so über dich kommt, bist du mit einmal wieder eine Stimme. Elli, mir ist noch was eingefallen. Hinter den Häusern auf dem Wasser der Bucht manövrieren Schiffe. Vom kleinen Fischerboot bis zu großen Handelskoggen. Scheinbar ist es wahr. Die Blockade ist beendet. Willkommen in Bellevue. Ja. Und da beenden wir die Sitzung. Ja, es geht ans Mittelmeer. Wunderbar.